frohen 1. April euch allen, Freunde, und morgen bekommen wir schon das nächste Content-Update in Season 2 mit Korra, denn die wird ja morgen freigeschaltet mit eigenen Quests. Das wurde ja schon bestätigt und hier steht es auch, in 18 Stunden ist es soweit, gerade wo ich das Video aufnehme. Heute ist ja auch der 1. April, das heißt, wir schauen uns den besonderen Itemshop heute an. Nike Euphoria ist hier am Start, wir haben Marvel und Black Widow mit ihrer sehr seltenen Spitzzange. Nach 1790 Tagen oder so ist es nach Season 8 endlich wieder im Itemshop verfügbar, haben viele Leute erwartet, ist für mich jetzt eher uninteressant, muss ich ehrlich gestehen, aber für die, die es interessiert, ist es auf jeden Fall wieder da. Azuki, neuer Stil, ansonsten haben wir die ganzen Oster-Cosmetics hier und apropos, frohen Ostern nochmal, ein bisschen verspätet, aber heute ist ja auch Ostermontag und dann haben wir taktische Spaßvögel. Das ist der besondere Shop-Bereich für den 1. April 2024. Wir haben keinen besonderen Skin tatsächlich bekommen, aber dafür einen neuen Skin, den ich jetzt irgendwie verpasst habe. Vielleicht kommt er gleich nochmal unten. Original im Rampenlicht haben wir nochmal Midas Cosmetics. Auch Aurum, Aurelia sind auch zurück. Und dann haben wir den neuen Skin und zwar Aubrey. Die hat zwei unterschiedliche Stile. Einmal mit Brille und einmal ohne Brille, plus Lego-Stil, plus Backbling, kosten insgesamt 1200 V-Bucks. Und dazu gibt es nochmal weitere Wurst-Cosmetics, Wegbereiter, Signature-Style für Lego und so weiter. Festival-Ausrüstung sind hier am Start, Jam-Songs auch hier am Start. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu berichten. Ansonsten haben wir die ganzen Lego-Kits und Guardians of the Galaxy. Ist seit einigen Tagen jetzt langsam für alle Plattformen erhältlich für 29 Euro. Sehr, sehr, sehr teuer, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben einmal Drax am Start, plus sein Lego-Stil, sein Backbling, also Drax Messer. Und das alles hier ist sowieso natürlich im MCU-Style, genauso wie erwachsen gewordener Groot. Mega geile Lobby-Posen. Wir wissen ja, dass die ganzen neuen Skins meistens immer besondere eigene Lobby-Animationen haben. Dann haben wir hier nochmal die Spitzhacke für Groot, auch mega nice gemacht. Also das Design für all diese Cosmetics, mega nice. Und dann haben wir nochmal einen reaktiven Mantis-Skin plus ihren Lego-Stil. Dann nochmal das Backbling, kleiner Obelisk. Ist ja eine Anspielung aus dem Guardians of the Galaxy 2 Film, da wo dieses Monster aufgetaucht ist, soweit ich mich erinnern kann. Dann nochmal die Spitzhacke für Mantis und zwei besondere Emotes. Einmal eine Anspielung auf Infinity War, also Avengers 3, da wo Drax unsichtbar vorkam, weil er langsam gegessen hat, als Gamora und Star-Lord sich geküsst haben im Schiff. Und das zweite neue Emote ist dann der Groot-Tanz. Also all das kostet 29 Euro, ist extrem viel und sehr, sehr ungewöhnlich. Das Paket wird voraussichtlich erst am 4. Juni um 2 Uhr nachts oder 1 Uhr nachts den Itemshop verlassen. Ansonsten haben wir nochmal die restlichen Angebote hier. Wie gesagt, Fortnite Crew oder Rocket Racing Cosmetics. Und ja, natürlich haben wir für April das neue Crew-Paket am Start. Fangen wir das Video an mit einer Fehlerbehebung, denn vor 3 Tagen wurde die AFK-XP-Methode in LEGO Fortnite behoben. Das heißt, man konnte AFK ohne zu spielen XP in LEGO Fortnite sammeln, zum Beispiel indem man geschlafen hat. Aber jetzt hat Epic Games einen Hotfix rausgebracht, der einen AFK-Timer im Spiel aktiviert und sozusagen checkt, ob ihr das Spiel wirklich spielt oder einfach nur XP farmt. Und deswegen bekommt ihr keine XP ab jetzt, wenn ihr zum Beispiel nur am Schlafen seid in LEGO Fortnite oder euch gar nicht mehr bewegt. Als nächstes haben wir den Titel für die nächste Season in Rocket Racing, das nächste Woche beginnen sollte, am 9. April um 9 Uhr oder 9 Uhr morgens oder 15 Uhr. Wir wissen ja nicht ganz genau, wann das beginnt, aber mit dem nächsten großen Update einfach. Und der Titel für Season 1 von Rocket Racing wird voraussichtlich Neon Nights sein, also Neon Nächte. Und anhand davon können wir so futuristische Fahrzeuge erwarten, futuristische Maps. Alles andere bleibt bis nächste Woche abzuwarten. Und im Rahmen des nächsten Star Wars Events kommt auch eine neue mandalorianische Karosserie zu Fortnite. Das können wir auch wahrscheinlich mit dem nächsten großen Update oder mit der neuen Season von Rocket Racing erwarten. Sie wird auch zu Rocket League hinzugefügt und angesichts der Leak zum Rocket League Bundle dürfte die Zusammenarbeit mit dieser Karosserie um den 4. Mai herum stattfinden, allgemein mit der nächsten Welle an Star Wars Cosmetics. Wir haben auch kommende Rocket Racing Maps in der Übersicht. Zwei davon sind eigentlich sehr interessant, und zwar einmal Galileo 001, was wahrscheinlich mit Star Wars zusammenhängen wird, und dann nochmal Wedge. Wedge ist seit Monaten in den Leaks und wird wahrscheinlich mit dem Todesrennen-Modus zusammenhängen, also mit Death Race und Tri-City.
klingt hier perfekt für die nächste Season namens Neon Knights. Und in der Nacht vom 30. auf den 31. März, letzte Woche Samstag bzw. Sonntag, gab es ja die Sommerzeit, also die Zeitumstellung um 2 Uhr nachts, beziehungsweise es gab ja keine 2 Uhr. Der Zeiger ist nämlich direkt von 2 Uhr auf 3 Uhr nachts gesprungen, womit ihr jetzt eine Stunde weniger Schlaf bekommt. Die Sommerzeit ist also da. Was bedeutet das für Fortnite? Ganz easy, wie immer eigentlich. Die Shops erscheinen jetzt beziehungsweise aktualisieren sich regelmäßig um 2 Uhr nachts anstatt um 1 Uhr nachts, und all die Dinge, also die Daten für die Quests und so weiter, passieren jetzt eine Stunde später, also statt 14 Uhr um 15 Uhr. Zur Erinnerung, hier sind alle derzeit unveröffentlichten Fortnite Festival Instrumente und Auren in den Dateien, die wahrscheinlich erst in der nächsten Season von Fortnite Festival im Festival Pass vorkommen werden oder vielleicht sogar in den Item Shop kommen. Ansonsten wurde auch am 31. März endlich der Austragungsort für das FNCS Global Championship 2024 angekündigt, das am 7. und 8. September diesen Jahres stattfindet, und zwar in Fort Worth, Texas. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika findet das FNCS Global Championship 2024 statt, und zwar in der Dickies Arena, und zum Blogpost geht es unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Einschalten, Freunde, das war's mit diesem Video. Über ein Abo würde ich mich freuen. Wir sehen uns morgen im Content Update. Lasst gerne ein Like da und schreibt eure Meinung zu den aktuellen Leaks in die Kommentare, und ciao.